Ich weiß, wir könnten hier noch ein paar Sachen einsammeln, aber... Ab hier müssen wir aufpassen. Eine Menge Fleischfresser treiben sich hier in dieser Gegend herum. Was ist eigentlich deine Aufgabe bei deinem Clan? Viele Berserker bleiben in der Stadt. Da ist es sicher und man läuft nicht den Häschern der Alps in die Fänge. Ich selbst gehöre zu den Kriegern und sorge dafür, dass unsere Werker und Setzer auch ihre Ziele erreichen. Aber darüber kannst du in der Stadt mehr erfahren. Wir sollten jetzt weitergehen. Nicht übel, nicht übel. Hier ist es nicht sicher. Geh weiter. Bleib hinter mir. Die scheinen echt auf die Leute zu achten. Vielleicht wäre es bei den Berserkern tatsächlich nicht so übel, aber es gibt noch eine dritte Fraktion, an die ich mich gerade absolut nicht erinnern kann. Was ist da drüben? Einige Ruinen der alten Welt. Das sehe ich, aber warum halten wir hier? Da drinnen habe ich vor 2 Tagen einen Trupp Kleriker beobachtet. Diese religiösen, technikvernarrten Fanatiker aus dem Osten wurden von einer Gruppe Fleischfresser angegriffen. Hörte sich nicht so an, als ob sie das überlebt hätten. Was denn? Kleriker? Hier draußen? Das hört sich ja gerade so an, als wärst du beunruhigt. Du scheinst die Kleriker wohl nicht zu mögen, was? Zu welcher Gemeinschaft gehörst du nochmal? Mal angenommen, ich käme aus Xarkor, dem Land der Alps. Mal angenommen, ich käme aus Xarkor, aus dem Land der Alps. Tja, dann müsstest du schon etwas länger nicht mehr dort gewesen sein. Das ganze Elex, das die Alps täglich um sich haben und konsumieren, macht sie zwar stark, aber man erkennt sie auch sofort. Für so einen Eisklotz aus dem Norden hast du mir entschieden zu viel Farbe im Gesicht. Möglicherweise bin ich ja ein Outlaw. Tja, dann werde ich wohl auf meine Habe aufpassen müssen. Die Könige der Wüste verpassen ja keine gewinnbringende Gelegenheit, was man so hört. Was macht das für einen Unterschied, woher ich komme? Ich gehöre zu keiner Gemeinschaft. Wir Berserker kümmern uns sowieso um jeden Flüchtling, der sich in unser Land verirrt hat. Wenn er nicht gerade die Absicht mitbringt, uns ausrotten zu wollen. Wenn du verstehst, was ich meine. Gehen wir durch die Ruinen? Das überlasse ich dir. Die Fleischfresser machen in dieser Gegend keine Gefangenen. Wenn wir die Ruinen meiden, ist es ungefährlicher. Andererseits, die erledigten Kleriker da drinnen haben vielleicht noch nützliche Ausrüstung. Ich würde zwar die Finger davon lassen, aber bei dir sieht die Sache ja vielleicht anders aus. Schwierige Entscheidung. Wir gehen durch die Ruinen. Dann bist du mutiger, als ich bisher angenommen hatte. Also gut, dann los. Wenn sie nicht schon geplündert wurden, müssten die Leichen der Kleriker noch da sein. Dann mal sehen. Was? Im Moment nicht. Später wieder. Okay. Ich wollte dich eigentlich auch nicht ansprechen. So. Das ist ein Klerikerportal. Dieser Ort eignet sich hervorragend für einen Treffpunkt. Das konnte ich aus der Luft von meinem Gleiter aus schon erkennen. Ja, es fängt gut an. Oh. Wir können uns auch einen Heiltrank gönnen, wir haben genug davon.
Dieser Ort eignet sich hervorragend für einen Treffpunkt. Das konnte ich aus der Luft von meinem Gleiter aus schon erkennen. Tja. Ich bin zu blöd auszuweichen. Ich möchte das nochmal fürs Protokoll festhalten. Okay. Weil ausweichen funktioniert ja nicht so. Ja, okay, gut. Also los. So. Kann's weitergehen? Nur noch einen Pfeil, oh Mann. Ja, wo ist der Quicksave? 5? Ja, gut. Dieser Ort eignet sich hervorragend für einen Treffpunkt. Das konnte ich von meinem Gleiter aus schon erkennen. Also los! Kann's weitergehen? Ich komme ja schon. Ich muss ein bisschen ins Kampfsystem reinkommen. Ich habe so. Fertig? Bin gerade so derb im Odyssey-Kampfsystem, dass ich jetzt gerade ein bisschen. Oh, sehr schön. Kann's weitergehen? Dieses Gebäude sieht aus, als wäre dies in der alten Welt einmal so etwas wie eine Lagerhalle für Maschinenteile gewesen. Ein Berserker mit Kenntnissen über Maschinen. Hey, wir nutzen keine Technik. Das heißt nicht, dass wir dämlich sind. Erledige, was du hier machen willst, und dann lass uns hier schnell wieder verschwinden. Klingt nach einem Deal. Die Frage ist nur... Wieso die ganze Zeit rollt, obwohl ich das nicht will? Okay, wir hatten eine Klerikerleiche. Das war eine von 5 Waffen. Ah, hier. 2. Zum Heiltrank. Doch eine Stufe drüber, wie komme ich da hoch? Oh, bitte nicht. Oh, bitte schon. Ich habe ein Chatpack, ich Vollidiot. Natürlich, Gottes Willen.
Ja. Wir warten dann mal, bis es gefüllt ist. Ach ja, schön, schön, schön. Einmal schnell speichern. Reicht nicht, cool. Ich sehe da oben halt auch einen Köcher, den will ich mir irrsinnig gerne einverleiben. Genau den hier. Mächtige Heilpflanze. Schick, schick. Metallschrott. Noch jede Menge Pfeile. Nice. Und Mana. Schrotpatronen. Okay, mit dem will ich mich auch nur ungern anlegen gerade. Das Ding, ich versuche noch immer nach Kleriker-Waffen, ne? Das sind drei. Könnten denn hier noch welche sein? Hier drüben vielleicht? Ist keine Tür mehr, ne. Ich hab was gehört. Das klang sehr stark nach einer meiner Drohnen. Ich bin nicht gut genug. Okay, Schlüsselknack 1 reicht nicht gut. Da hing noch etwas dran. Ich hätte schwören können, ich habe eine der Drohnen gehört. Oh, noch ein Köcher. Also ihr saugt mich mit Pfeilen richtig zu. Weil I like, aber. Oh. Okay, anscheinend bin ich zu blöd, die Tasten richtig zu drücken. Kann ich die aufschlagen? Nee, oder? Aber das kann man auf jeden Fall später als Versteck nutzen. Ich war mir aber gerade sehr sicher, dass ich, eine Drohne gehört habe. Damit habe ich auf jeden Fall mal schon mal gebratenes Fleisch. Das Problem ist, dass wir hier nichts wirklich machen können. Wir müssen noch immer zwei Waffen/zwei Leichen von den Klerikern finden.